Zack aus dem nächsten Video hier auf dem Kanal und zum Start einer neuen und der letzten Karriere in FIFA 17. Wir sind heute am Start mit der ersten Episode einer kleinen Karriere. Kleines Team, große Ziele. Wir wollen es zum größten Team der Welt machen. Wir werden versuchen, so viel wie möglich zu schaffen, wenige Spiele, nur wirklich die Top-Spiele spielen, den Rest simulieren und extrem kranke Kader erstellen. Zumindest ist das der Plan. Wenn euch die erste Episode, die Pilot-Episode hier heute gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung sind Links zu IG World, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat. Alles mal auschecken. Und Freunde, es gab einige Teams, die hättet auswählen können. Wir schauen uns mal die Kandidaten an. Ingolstadt war ein Kandidat, da habe ich mich gegen entschieden. Die haben 4 Millionen Transferbudget, sehen auch an sich ganz okay aus. Aber ich habe schon drei Bundesliga-Karrieren gemacht. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. So, dann hatten wir als Auswahlmöglichkeit, die Türkei hatte ich gar nicht mit bedacht, das wäre auch vielleicht gar nicht so interessant gewesen, aber ich bin ganz froh, im Endeffekt, dass ich es nicht gemacht habe, weil ich da, ja, abgesehen von den drei Top-Clubs niemanden kenne und Kajim Paja hätte ich ehrlich gesagt ungern genommen. Spanien habe ich die Möglichkeit Granada gegeben, allerdings haben sich da die meisten gegen entschieden, wäre eigentlich ganz cool gewesen, aber okay. So, dann machen wir weiter, es gab die Möglichkeit in Portugal mit, wie war es, Estoril Praia, genau, vorne mit Bonatini, mit Oliveira, mit Giesecke im Tor, habt euch auch gegen entschieden. Dann lief es weiter über Italien, wo ich die Gelegenheit gegeben habe von Empoli, die auch ganz cool gewesen wären, aber auch gegen die habt ihr euch entschieden. 3,4 Millionen Transferbudget sind auch wenig. So, EA Guingamp war dann die französische Variante. Auch da kam kein wirkliches Resultat und dann kamen die beiden englischen Vereine. Und zwar habe ich da einmal gegeben, beziehungsweise drei englische Vereine. Ich habe da einmal gegeben, wo sind sie? Nottingham Forest als Auswahlmöglichkeit. Ich habe dann dazu noch gegeben, ich habe keine Ahnung, wo sie sind und wer es überhaupt war, ehrlich gesagt. Doch, Sheffield Wednesday war es, genau. Sheffield Wednesday habe ich, glaube ich, noch als Auswahlmöglichkeit gegeben. Und ich habe als Auswahlmöglichkeit aus der ersten englischen Liga, also aus der Premier League, den AFC Bournemouth gegeben. So, ihr habt euch im Endeffekt zwischen, naja, Bournemouth ein bisschen, Nottingham und Ingolstadt festgesetzt. Ich habe da nochmal auf Twitter gefragt und da kam dann Bournemouth raus. Das heißt, wir starten den Karrieremodus mit dem vielleicht besten Team von der Ausgangssituation, und zwar mit Bournemouth. Es könnte extrem, extrem geil werden, vor allem weil die ein cooles Stadion haben. Ich hätte es mir auch definitiv gut sowohl mit Nottingham Forest vorstellen können, weil die an sich einen interessanten Kader haben, oder mit Sheffield Wednesday. Allerdings haben die ein bisschen wenig Transferbudget und wir wollen ja ein richtig krankes Team werden. Und da ist es vielleicht besser, wenn man zumindest schon mal als absoluter Underdog in der Premier League starten. Ich würde sagen, das war es genug mit Geschnacke und wir springen rein. Das sind die Einschläge, ich habe übrigens letztes Mal Vicarage Road gesagt beim Stadion von Bournemouth, aber es ist, die Vicarage Road ist glaube ich von Watford und das Vitality Stadium ist von Bournemouth. Macht aber nichts, sind beides geile Stadien. MGT bereit, FC Bournemouth im Sturm zu nehmen. Ist übrigens eine Serie, die ich vor allem auch mache, damit ich auf Malta was zu tun habe. Wenn die Internetseite noch gut genug ist, kann ich die sogar hochladen, aber an sich kann ich sie zumindest da schneiden und mitnehmen. Weiter zu den Einladungen fürs Turnier. Nebenbei bemerkt, hätte ich theoretisch auch einfach die Qualität runterschrauben können. Dann sind die Dateien nicht so groß. Vielleicht mache ich das aber in der nächsten Episode, dass ich die Videoqualität ein bisschen runterstelle, damit ich mehr mitnehmen kann. Weil im Endeffekt sind die Dateien immer 15 GB groß und selbst wenn ich mir eine externe Festplatte kaufe, ist das schwierig. So, welches Turnier nehmen wir denn hier mal? Ich glaube, das mit dem meisten Geld. Nehmen wir einfach. Und da sind wir auch direkt im Posteingang. European International Cup. Wir spielen gegen Charleroi, Angers und Lokeren. Wird auf jeden Fall interessant. Pokalziel, Runde der letzten 32 ist in Ordnung. Wichtige Infos sind nicht wichtig. Transfernetzwerk auch nicht. Erster Scout-Bericht, den gucken wir uns gleich an. Der Scout stellt sich vor, ist auch nicht so wichtig. Und ein Ligaziel, Abstieg vermeiden. Das wollen wir natürlich exaggeraten. Also quasi erweitern bzw. besser abschneiden. Erstmal machen wir eine Kaderanalyse, denn die haben wir definitiv hier nötig. Boruc und Federici sind beides zwar nicht schlechte Torhüter, aber eigentlich zu alt. Wir brauchen also was Neues auf der Position, vielleicht Gigi Donnarumma. Dann haben wir auf der Rechtsverteidigerposition theoretisch mit Francis und Adam Smith auch ganz gute. Den Lee werden wir auf jeden Fall, okay, verleihen. Bei Francis weiß ich nicht. Vielleicht können wir den verkaufen, das wäre zumindest eine Möglichkeit. Der ist allerdings ganz gut. Vielleicht reicht er für die erste Saison als Ersatz. Vielleicht verkaufen wir auch Adam Smith oder sowas. Aber da bräuchten wir theoretisch auch was Neues. Innenverteidigung ist in Ordnung. Sylvain Distin ist ja halt unglaublich alt schon mit seinen 37 Jahren. Hat auch keinen Marktwert mehr, von daher ist das echt nicht so super. Cargill werden wir auf jeden Fall ausleihen. Muleba können wir eigentlich gar nichts mitmachen. Da können wir eigentlich auf die Transferliste setzen, weil der ist auch einfach zu schlecht. Aus Burundi kommt der Kollege. Zubar ist auch zu schlecht. Ihr seht schon, das ist ganz, ganz schlecht hier.
Cook haben wir theoretisch. Wir haben einen Lee. Ah, ne, haben wir ja schon. Wir haben Elphick. Das geht. Cook ist in Ordnung. Distin. Also, wir brauchen auch Innenverteidigung was Neues. Linksverteidigung sieht okay aus. Tyron Wings ist ein gutes Talent und Charlie Daniels passt auf jeden Fall. Royce Wiggins können wir dann verkaufen. Wir haben auf jeden Fall schon mal Einnahmen. So, Mittelfeld, das sieht eigentlich, das weiß ich ganz zufällig, nicht so schlecht aus. Diese vier sind schon mal auf jeden Fall in Ordnung. Allerdings werden wir O'Kane verkaufen, einfach weil wir hier drei gute zentrale Mittelfeldspieler haben und ich brauche nicht so viele. Matthew Butcher werden wir mal ausleihen, vielleicht wird ja aus dem noch was. Sean McDonald werden wir ebenfalls verkaufen. Joshua King werden wir behalten, der steigert sich eventuell noch und ist vor allem schnell und overpowered, das ist gut. Junior Stanislas, das ist eine gute Frage, 25 Jahre alt, können wir eventuell irgendwie verrechnen. Auf den Außen haben wir ja nicht so viel Bedarf, allerdings immer noch ein bisschen was. Wir haben auf der einen Seite jetzt halt Iturbe, der spielt rechts, kann auch links, nee, kann er nicht. Aber dann können wir auf der anderen Seite hier Matt Ritchie stellen, der kann das, okay, alles klar. Und dann haben wir als Ersatz Joshua King, das heißt wir brauchen eigentlich den Perf nicht und wir brauchen auch Stanislas nicht. Das heißt, wir werden die beide mal auf Transferliste setzen und schauen, ob wir dafür Angebote reinbekommen. Ja, müssen wir mal sehen. Ja, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen Ersatz Flügelspieler. Da habe ich auch schon wen im Blick. Und vorne drin sind wir eigentlich recht gut aufgestellt. Lewis Graben kann ich ehrlich gesagt nicht mit anfangen, der ist mir zu alt. Glenn Murray ist mir auch zu alt, aber passt als Joker. Ephobi und Callum Wilson sind auf jeden Fall ausreichend. Joe Quigley ist auch nicht schlecht, den versuchen wir mal auszulernen. Dem bieten wir gleich mal einen neuen Vertrag an. Der verdient sowieso nicht so viel, das geht dann. Wir haben 25 Millionen Transferbudget. Das liegt daran, dass ich diesen 60%-Bonus aktiviert habe. Und wir haben 80.000 Gehaltsbudget. Das passt also ganz gut. Rand hier werden wir auch verkaufen oder zumindest versuchen. So, Max Gradell haben wir natürlich noch. Das heißt, wir haben auf den Flügeln, sind wir auf jeden Fall gut besetzt. Ich will eigentlich 4-1-2-1-2 spielen. Das heißt, wir haben sogar einen Mittelfeldspieler jetzt mit den Dreien hier noch zu viel. Ich weiß nur noch nicht, wen ich auf die 10 stellen möchte. Doch, weiß ich eigentlich. Den möchte ich kaufen. Das heißt, Richie wäre auch nur Ersatzspieler. Und das heißt, wir können sogar beide Flügelspieler verkaufen. Sieht schon mal ganz gut aus, aber ich zeige euch jetzt erstmal, welche beiden Transferziele ich mir schon mal in den Kopf gesetzt habe. Der erste Scout-Bericht war aber zugegeben auch nicht schlecht, weil er Kelechi Iheanacho beinhaltet. Und den haben wir ja bei Bielefeld, aber den könnte ich mir auch hier sehr gut vorstellen. In der ersten Saison brauchen wir vielleicht noch nicht, aber vielleicht können wir ihn dann nachholen oder im Winter dann holen. Oder direkt mal schauen, je nachdem, wie sich das Ganze jetzt hier im Sommer entwickelt. Auch wenn wir im Sturm eigentlich ganz gut besetzt sind mit Wilson. Und wer war der Ersatzstürmer nochmal? Ich hab grad schon wieder vergessen. Ach ja, genau, Ophobi. Aber Iheanacho kann es an sich immer gebrauchen. So, die Scout-Berichte habe ich schon mal gemacht, beziehungsweise die Scout-Aufträge, nicht Berichte. Flügelstürmer, Innenverteidiger, Rechtsverteidiger und Torwart. Und jetzt kommen wir zu den drei Spielern, die ich mir jetzt gerade mal schon mal ein bisschen in den Kopf gesetzt habe. Das ist einmal Emre Mor. Ich weiß, der ist nicht so gut, aber er ist overpowered. Gianluigi Donnarumma vom AC Milan. Übrigens, ja, realistisch ist auch nicht der Plan dieser Karriere. Es soll einfach nur sick werden. Und ein Spieler, der uns komplett sprengen würde, für die erste Saison aber sowas von genial wäre, und zwar Samir Nasri, den wir aber niemals bekommen werden. Es wäre aber einfach nur geil. Und weil wir den nicht bekommen werden, suchen wir jetzt auch nochmal einen Spieler nachher, also einen zentraloffensiven Mittelfeldspieler. Trainingsmöglichkeiten sehen eigentlich ganz gut aus. Iturbo haben wir ja leider nur die eine Saison, aber das ist nicht so schlimm, weil in der Saison kann uns auf jeden Fall weiterhelfen. Und mal sehen, was wir hier jetzt am Ende erreichen werden. Von den Ratings her, von der Platzierung her, von dem Geld her, was wir nächstes Jahr haben werden. Früher oder später werde ich vielleicht eine Finanzspritze benutzen. Das ist sogar sehr gut möglich, weil ich mit keinem anderen Team noch einen Karrieremodus plane. Und zur zweiten Saison hin oder sowas könnte das durchaus sein. Einen kommenden Star werde ich jetzt schon mal scouten. Und sobald wir hier einen richtig guten Scout haben, werden wir auch den holen. Aber ich möchte gerne Einschätzung 5 Sterne. Und von daher, wobei wir nehmen den jetzt einfach mal mit. Das ist schon mal der erste gute Scout. Ja, jetzt hätte ich gerne Einschätzung 5 Sterne. Das ist natürlich teuer, aber es lohnt sich auch auf jeden Fall. Vor allem, weil wir diese Spieler sehr gut gebrauchen können eigentlich. Wir sind nicht das krasseste Team, aber nichtsdestotrotz passt das eigentlich recht gut, denke ich mal. Das mit Nasri wird wohl nichts. City hat ein Angebot über 23,5 von Bayern angenommen. Schade, hätte ich echt gerne gehabt. Ein Spieler, den ich noch auf dem Tacho habe oder auf dem Radar habe, ist Valeri Kasaishvili. Der ist nämlich richtig stark und ich glaube, der könnte uns weiterbringen. Startelf stimmt schon mal einigermaßen, aber wir sehen auf jeden Fall, wo die Schwächen noch liegen. Im Sturm könnte man theoretisch direkt mal Ophobi hinstellen, aber ich lasse King spielen, weil ich mal sehen möchte, was der so reißen kann. Gradell auf der 10 ist auch nicht ganz ideal. Oh, ich habe gerade gesehen, dass Sermon da steht. Ich habe auch nicht gesehen, dass die so rumstehen. Das war auf jeden Fall nicht geplant. So ist es geplant. Ja, müssen wir mal schauen auf jeden Fall, wie das jetzt funktioniert, aber es könnte ganz gut gehen. Iturbe ist noch unterwegs mit der Nationalmannschaft, deswegen können wir den gerade nicht spielen lassen. Testspiel gegen den SC Angers, das ist der französische Absteiger, der relativ deutlich gestiegen ist, wo nur Ndiaye richtig stark, oder Ndosh, wir führen durch Gradell und wir skippen und wir gewinnen 2-1 durch Gradell und Ndosh trifft bei Angers, aber das macht nichts, weil 3 Punkte sind gut, erstmal in der Gruppenphase.
Wir können uns halt sehr viele der Spieler, die so theoretisch recht gute Transfers wären und nicht so teuer, nicht leisten. Das geht mit 20 Millionen Transferbudget nicht. Aber vielleicht ja irgendwann mal. Abschlussbericht zu Emre Mor ist schon mal da. Ich würde ihn ganz gerne ein Jahr ausleihen und dann für 500.000 kaufen. Mal sehen, was Nosiela so dazu zu sagen hat. Wir spielen mit der gleichen Elf wie gerade gegen Sporting Lokeren, genau. Die haben gegen Charleroi verloren, 1-3. Und gegen uns spielen sie 1-1. Das heißt, wir sind wahrscheinlich schon mal weiter. Das ist ganz gut. Wilson macht das Tor und ein Gollock auf der anderen Seite. Reicht aber auf jeden Fall erstmal, weil Hauptsache wir kommen hier weiter und kriegen Geld. Donnarumma für 5 Millionen wäre auf jeden Fall sehr, sehr schön. Mal sehen, ob wir den bekommen. Vielleicht leihen wir noch für 2 Jahre raus. Kasai-Spiel haben wir noch nicht fertig gescoutet. Bei Emre Mor habe ich mal ein Angebot gemacht, habt ihr ja gesehen. Und das wurde auch direkt mal abgeschmettert, denn die wissen nicht, ob sie ihn verkaufen möchten. Das heißt, wir gehen mal da ein bisschen hoch auf 700.000. Nicht normal, sondern mit Leihe, Mann. So, im letzten Spiel geht gegen Sporting Charleroi. Die haben bisher 4 Punkte, sind damit das zweitbeste Team und spielen auch 4-2-3-1. Mal sehen, was wir hier so kriegen. Und Faubi, der erstmal spielt, den ich gerade reingeworfen habe, der macht 2 Buden. Sehr schön, damit gewinnen wir und sind auf jeden Fall schon mal weiter und kriegen Geld. Vielleicht kommen wir bei Kasai-Spiel mit 6 Millionen hin. Das ist gut möglich. Essentieller Stammspieler, aber nur 75. Was heißt nur? Ist gut eigentlich für uns. Super für uns. Perfekt für uns. 1,2 Millionen, bisschen dürftig, aber immerhin. Nochmal Training und dann schauen wir mal, was hier so geht. Tyron Mings mit guten Ergebnissen und auch Callum Wilson. Ganz schlecht ist Cargill dabei, aber gut. 2 Jahre und 8 Millionen Ablöse für Gigi Donnarumma. Mal sehen, was die so sagen. Und bei Emre Mor versuchen wir was Ähnliches mit den 2 Jahren. Mal sehen, was sie dazu sagen werden, weil die sind noch überhaupt nicht überzeugt davon, dass wir den überhaupt kriegen sollten. 1 Million sagen wir da. Das sind 9 Millionen, aber erst in 2 Jahren. Bernardo Espinosas Vertrag läuft in einem Jahr aus. Vielleicht wäre das ein Spieler, den wir bekommen könnten. Sonst müssen wir uns mal auf jeden Fall irgendwie andere Kriterien einfallen lassen, weil wir finden keine Innenverteidiger. Andreoli ist zu teuer. So, es geht Halbfinale gegen Verona. Die haben gegen Nürnberg unentschieden gespielt, gegen Lüttich 4-0 gewonnen und gegen uns verlieren sie 1-0. Pazzini verschießt sogar einen Elfmeter und Arta schießt uns ins Finale. Geil. Wir müssen für Kasai-Spiel nachbessern, weil die ein Angebot über 7 Millionen bekommen haben. Wir fragen mal Wolverhampton an für Kollege Dominic Iorfa. Rechtsverteidiger und Innenverteidiger wäre ganz gut eigentlich sogar. Sowohl Emre Mor als auch Donnarumma haben abgelehnt. Da müssen wir mal schauen, ob wir die trotzdem irgendwie noch bekommen können. Jetzt 1,5 bei Mor. Wir dürfen nicht so viel wie den Spieler anbieten. 1,4. Was? Leute, ich möchte den aber haben und wir haben da das Geld, das kann ich euch garantieren. Ich werde nämlich sportlichen Erfolg zu diesem Verein bringen. Ach, Leute, jetzt pusst hier nicht rum wegen den 200.000 da. Oh. Ist doch unglaublich. Ein Jahr und 101 Millionen vielleicht. Vielleicht ja so. Trichon lehnt für Espinosa erstmal ab. Allerdings können sie nicht viel mehr verlangen, weil jetzt sein Vertrag ausläuft. Das ist ganz gut für uns in der Verhandlungsposition. Wir stiegen es halt. Wir gehen jetzt ins zweite Spiel dieser, ins letzte Spiel dieser Episode, ins Pokalfinale des European International Cup. Und wir haben noch nicht ein einziges Transferangebot bekommen. Spielen gegen Middlesbrough, das wird ganz, ganz schwierig. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir das gewinnen werden, gerade weil wir auswärts spielen. Hätten wir zu Hause gespielt, was anderes. Aber so verlieren wir 2-0 durch Stuart Downing beide Male. Ja, schade, aber wir kriegen trotzdem Geld, das ist in Ordnung. Also wir haben uns, denke ich mal, ganz gut geschlagen. Jetzt 7,5 Millionen, ey, das wird hier immer teurer, das ist echt schlecht für uns. So, Training aber nochmal zum Abschluss dieser Episode und vielleicht kriegen wir zumindest noch einen Transfer halbwegs über die Bühne, das wäre ganz schön. Jetzt regnet es hier gleich draußen, das ist auch nicht super, weil ich vor allem noch joggen gehen, aber so wird das nichts. Jeremiah Sandjust oder Just oder so sieht eigentlich ganz gut aus und hat schön Potenzial. Kann zudem, glaube ich, auch Sechser spielen, wäre also nicht schlecht. Wir bieten nochmal Marktwert auf Lindelöf, weil der bei Benfica nicht zum Zug kommt. Vielleicht können wir den im Notfall auch ausleihen, weil der ist ja nur sporadischer Spieler. Ach, Freunde, weiterhin lehnen wir Sjelland ab, aber vielleicht können wir ihn ja einfach so 2 Jahre ausleihen. In 2 Jahren brauchen wir ihn dann mit seinem Rating sowieso nicht mehr. Mal sehen, was wir da so bei rumkriegen können. Und Wolverhampton hat angenommen für Dominic Iorfa. Das ist sehr schön. Damit haben wir nämlich zumindest den ersten Transfer in dieser Saison bzw. dieses Karrieremodus. Vielleicht ist wichtiger Stammspieler ein bisschen zu groß. Aber damit können wir entspannt nochmal die letzten Tage simulieren und dann diese Episode beenden. Wenn euch diese erste Episode gefallen hat, okay, die möchten auf keinen Fall. Das heißt, da warten wir auf jeden Fall bis zum Winter oder so, bis wir den holen. Und die wollen 8 Millionen für Espinosa. Sag mal, brennt ihr? Der hat nur ein Jahr Vertrag. Ich glaube, es hat 3,9 Millionen. Wenn euch die Episode gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Da würde ich mich tierisch drüber freuen. In der Videobeschreibung sind Links zu IG Vault, Instagram, Twitter, Facebook, Snapchat und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne auch mal vorbeischauen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Episode des AFC Bournemouth Karrieremodus wieder. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao.